Moin Leute und willkommen bei Rollefix. In diesem Video geht es um Probleme mit dem E-Starter. Das heißt, wenn euer Roller mit dem Kickstarter ganz normal anspringt. Der E-Starter, sobald ihr ihn betätigt, aber entweder gar keine Geräusche macht oder Geräusche macht, aber der Roller trotzdem nicht anspringt. Ist es bei euch der Fall, dann seid ihr bei diesem Video richtig. Da euer Roller mit dem Kickstarter anspringt, müsst ihr euch keine Gedanken um den Zündfunken machen. Der Zündfunke ist da, sonst würde der Roller nicht anspringen. Also verfolgen wir in diesem Video den Weg des E-Starters. Beim Starten des Rollers mit dem E-Starter sind vier Teile relevant. Einmal natürlich der E-Starter selbst, der Knopf, dann die Batterie, das Anlasserrelais und der Anlassermotor. Das heißt, sobald ihr die Zündung angemacht habt und den Knopf drückt, ist ausreichend Saft da, wird dem Starterrelais gesagt, starte den Anlassermotor. Der Anlassermotor startet dann wiederum den Rollermotor. Jetzt kommt mir nicht mit, aber Rollerfix, die Batterie ist doch mit zwei Kabeln angeschlossen und der Anlassermotor ist doch gar nicht richtig angeschlossen. Ich weiß, das dient nur der Veranschaulichung, sozusagen der rote Faden, den wir jetzt verfolgen werden. Fangen wir also an mit dem ersten und häufigsten Punkt, mit dem häufigsten Problem, nämlich der Batterie. Es wird immer als erstes die Batterie geprüft. Dafür stellen wir unser Multimeter auf 20 Volt Gleichstrom. Wir haben hier eine kleine Abweichung, weil das ein Billiggerät ist. Das soll uns aber nicht stören. Das ist eine zu kleine Abweichung für unsere Zwecke. Dann schließen wir die rote Messspitze an das Plus an und die schwarze an das Minus. Eine gesunde vollgeladene Batterie sollte mindestens 12,7 Volt haben. Ja, ich weiß, da steht 12 Volt. Es ist aber so, eine gesunde Batterie hat 12,7 Volt. Sollte eure Messung darunter liegen, unter 12,6, 12,5, sonst was, dann müsst ihr die Batterie laden. Wichtig ist jedoch, man sollte die Batterie nicht innerhalb von einer halben Stunde, nachdem ihr sie aufgeladen habt oder in Betrieb genommen habt, messen. Das heißt, lasst sie erstmal eine halbe Stunde stehen und misst dann ist der Wert am richtigsten. Solltet ihr keinen Multimeter haben, gibt es noch zwei weitere Wege herauszufinden, dass die Batterie schwach ist. Zum einen, wenn ihr die Zündung anmacht, sollten die Blinker funktionieren. Funktioniert keiner der beiden Blinker, handelt es sich um eine defekte oder entladene Batterie. Und der zweite Punkt, woran man eine schwache oder defekte Batterie erkennt, ist einmal die Tankanzeige. Sobald ihr die Zündung anmacht, geht der Zeiger nach oben. Selbst eine sehr schwache Batterie reicht gerade noch aus, um den Zeiger zu bewegen. Solltet ihr aber dann den Bremshebel ziehen und somit den zweiten Verbraucher anschließen, das heißt das Bremslicht, bricht die Leistung zusammen und der Zeiger geht nach unten. Das ist ein klares Zeichen für eine entladene oder defekte Batterie. Zeigt eure Batterie unter 12 Volt, vor allem unter 11,8, kann sie nur in den wirklich allerseltensten Fällen gerettet werden. Meistens ist es eine tief entladene Batterie, die nie wieder vernünftig geladen werden kann. Dann muss sie ausgetauscht werden. Achtet darauf, falls ihr eine neue Batterie kauft, die neu gekauften Batterien sind nur vorgeladen und müssen von vor der Inbetriebnahme vollgeladen werden. Könnt ihr aber die Batterie ausschließen, die Ausgangsspannung stimmt, ihr habt die vollgeladen oder neu gekauft, vollgeladen, können wir die ausschließen. Dann kommen wir zu dem zweithäufigsten Problem, nämlich dem Verschleißteil, dem Anlassermotor. Sollte nur der Anlassermotor defekt sein, würdet ihr beim Starten mit dem E-Starter entweder solche Geräusche hören. Oder aber auch solche Klickgeräusche. Oder
oder andere Summgeräusche. Was hier passiert, ist nämlich, ihr klickt auf den E-Starter, die Batterie gibt dem Anlasserrelais Saft. Dieses Summen, Schleifen oder Klicken, das ist nämlich das Anlasserrelais, was versucht, den Anlassermotor zu starten. Das heißt, die ganze Kette bis hierhin funktioniert. Hier hört das auf. Wie man einen Anlassermotor wechselt, da habe ich auch ein Video zu. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sollte euer Roller, obwohl ihr ganz sicher seid, dass die Batterie in Ordnung ist, gar keine Geräusche machen, das heißt noch nicht mal klicken, summen oder sonst irgendwas, kann es zwei Ursachen haben. Zum einen in den seltensten Fällen natürlich spinnt hier der Kontakt. Das sind nämlich zwei Metallstücke, die sich berühren beim Betätigen. Kann sein, dass der Kontakt dazwischen verrostet oder sonst eine andere Ablagerung hat. Den Knopf kann man hier rausnehmen und reinigen. Etwas häufiger ist es jedoch das Anlasserrelais. Das Anlasserrelais kann unterschiedlich aussehen. Charakteristisch ist jedoch so eine Baukastenform, so eine und vier Pin-Ausgänge. Das Anlasserrelais kann natürlich auch so aussehen. Das ist dieses Teil hier. Dann sitzt es auch meistens hier am Rahmen. Ein Anlasserrelais kann entweder im Batteriefach sitzen. Das ist bei den meisten REX-Modellen der Fall, REX 450 zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere. Dann gibt es Modelle, bei denen das Anlasserrelais unter dem Helmfach sitzt. Zum Beispiel bei der Piaggio Sfera ist es unter dem Helmfach, hier unter der Verkleidung. Ansonsten, wie euer Anlasserrelais aussieht und wo es genau sitzt, könnt ihr natürlich googeln. Ein Punkt jedoch, sollte bei euch das Anlasserrelais nicht funktionieren, könnt ihr den Anlassermotor auch nicht prüfen. Das heißt, es kann sein, dass die Kette schon beim Anlasserrelais unterbricht. Kann sein, dass beide Teile defekt sind, was auch selten der Fall ist, dass direkt beide kaputt sind. Meistens ist es nur eines davon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, könnt ihr das natürlich in den Kommentaren schreiben. Solltet ihr weitere Fragen haben, sind die auch gerne in den Kommentaren gesehen. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video euch hilft, das Problem bei eurem Roller zu finden. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere Videos und weitere Tipps nicht zu verpassen. Und in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.